So, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Video zum Bachelor Wirtschaftsinformatik. Mein Name ist Thomas Vidyaya. Ich bin seit 2016 hier an der Universität Passau Professor für Wirtschaftsinformatik. Habe davor auch Wirtschaftsinformatik studiert und in Wirtschaftsinformatik promoviert. Also ich bin ein echter Wirtschaftsinformatiker und deswegen freut es mich, Ihnen heute hier unseren Studiengang vorzustellen. Wir haben das Ganze so strukturiert, dass wir die Fragen, die immer wieder kommen, hier unten einblenden und ich dann versuche, die möglichst prägnant zu beantworten. Bevor wir jetzt starten, ist es, glaube ich, wichtig, erstmal einen Überblick zu gewinnen, was ist denn eigentlich Wirtschaftsinformatik? Und die Idee ist hier, dass wir mit einer ganz groben Definition starten und was man dort nehmen kann, ist, dass wir eine Wissenschaft sind, die sich damit beschäftigt, wie Informationstechnologie, also IT, das Leben von Individuen, Organisationen und der Gesellschaft als Ganzes verändert. Also da gibt es ein paar Beispiele, wie interagieren jetzt Menschen auf Basis von Technologie miteinander, wie arbeiten sie zusammen, wie kommunizieren sie, welche neuen Arten von Geschäftsmodellen gibt es vielleicht. Und all das sind Fragen, mit denen wir uns in der Wirtschaftsinformatik beschäftigen. Das ist eine gute Frage und macht auch Sinn, die Frage als allererstes zu stellen. Und ich würde sagen, es gibt genau zwei Gründe, warum jetzt eine gute Zeit ist, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Die erste Sache ist, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo wir extrem viel Rechenleistung zur Verfügung haben. Also wenn wir vergleichen, was 1969 nötig war in einer Mondmission an Rechenleistung, um 3 Menschen sicher auf den Mond und wieder zurückzubringen, mit dem, was wir heute alle als Smartphone in der Tasche dabei haben, sieht man schon in dem Vergleich, dass wir Faktor 1500 an Rechenleistung mit uns herumtragen, die eigentlich nötig ist, um 3 Menschen sicher zum Mond und wieder zurückzubringen. Und das ist eine enorme Verfügbarkeit von Rechenleistung. Das ist das Erste, was wir zur Verfügung haben. Und das Zweite ist, dass wir nicht nur die Rechenleistung zur Verfügung haben, sondern auch extrem viele Daten, die wir mit Informationstechnologie, also diesen Rechnern, verarbeiten können. Wir leben in einer vernetzten Gesellschaft, wo Rechner, Autos, Industrieroboter, aber auch unsere Smartwatches Daten generieren und Daten austauschen. Und in Kombination dieser zwei Dinge, dass wir auf der einen Seite viele Daten zur Verfügung haben und auf der anderen Seite enorme Rechenleistung haben, ist es eine ganz wichtige Frage, wie eben IT diese beiden Sachen kombiniert, um das Leben des Individuums, der Organisation und der Gesellschaft zu beeinflussen. Und aus ökonomischer Perspektive sieht man, dass es so ganz klassische Unternehmen gibt, die einem in den Sinn kommen, die diese zwei Dinge, Rechenleistung und Daten, gut kombinieren und neue Geschäftsmodelle erstellen. Die Klassiker sind da zum Beispiel Amazon, Facebook, Google, die als so digitale Unternehmen sofort in den Kopf kommen und sich genau mit solchen Fragen beschäftigen, also wie IT genutzt werden kann, um zum Beispiel ein neues datenbasiertes Geschäftsmodell zu entwickeln. Aber die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich nicht nur mit diesen digitalen Unternehmen, sondern diese Fragen beschäftigen auch ganz traditionelle Unternehmen. Hier ist ein Beispiel, was ich oft verwende, die Allianz als Versicherungsunternehmen. Ja, das ist ein traditionelles Unternehmen, das ist mehr als 130 Jahre alt, hat 150 Milliarden Umsatz, 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verkauft eben Versicherungen. Und wenn man sich überlegt, wie könnte IT das Geschäftsmodell von jemandem verändern oder revolutionieren, der Versicherungen verkauft, dann kann man sich das Beispiel nehmen, dass wenn man im Winter zum Beispiel auf dem Skilager ist und gerade das erste Mal die Skipiste runterfährt und auf einmal dann auf seiner Smartwatch oder auf seinem Telefon die Nachricht erhält, so, oh, Herr Vidyaya, das war jetzt aber keine sichere Abfahrt. Es würde vielleicht Sinn machen, hier für heute eine Unfallversicherung abzuschließen.
dann sieht man schon, wow, wie soll die Allianz das mit den Daten, die ihr zur Verfügung stehen, realisieren? Wie soll das, das mit den Modellen der Analyse realisieren? Das sind ja ganz neue Arten, mit den Kundinnen und Kunden zu interagieren. Und da ist es oft so, dass diese traditionellen Unternehmen eben auch Sorge haben, dass so digitale Unternehmen wie Amazon, Facebook und Google in deren Geschäftsmodelle hineingehen und auf einmal auch anfangen, Versicherungen zu verkaufen. Deswegen ist ganz wichtig zu verstehen, dass unsere Fragestellungen nicht nur solche digitalen Unternehmen betreffen, sondern eben auch traditionelle Unternehmen und auch natürlich regionale Unternehmen betreffen, aber auch internationale Unternehmen. Diese Frage wird auch oft gestellt, also was kann ich am Ende mit diesem Studium eigentlich machen? Und da zeige ich ganz gerne diese Folie. Und das Erste, was wir hier sehen, ist die Unterscheidung hier oben zwischen Creating Technology und das Zweite ist Creating and Improving Business by the Means of Technology. Und was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Perspektiven? Ich würde sagen, die Informatik beschäftigt sich eher damit, wie man ja, Informationstechnologie verbessern kann oder sie erstellen kann. Wir als Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker schauen uns an, wie wir Geschäftsmodelle durch Technologie verändern können. Also unser Fokus liegt hier auf dieser zweiten Darstellung. Und wie kann man das machen? Ja? Wie kann man das erreichen? Wir sehen jetzt hier in diesem Diagramm, dass dort zwei Kompetenzbereiche eigentlich notwendig sind. Auf der einen Seite muss ich etwas sagen können, ja, zur wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive. Das ist hier auf der einen Seite. Aber ich muss auch etwas sagen können zur Informationstechnik, zur IT-Perspektive und Wirtschaftsinformatik sind eben genau Fragestellungen, die an der Schnittstelle sind zwischen diesen zwei Perspektiven. Und wir deswegen versuchen insbesondere Kompetenzen zu vermitteln, die ermöglichen, beide Sachen zu verbinden. Also unsere Fragestellungen sind genau an der Schnittstelle und beschäftigen sich mit der Frage, wie kann ich Informationstechnologie einsetzen, um zum Beispiel ein neues digitales Geschäftsmodell zu entwickeln. Dazu muss ich die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen verstehen, aber eben auch die technischen Grundlagen. Und neben dieser Kompetenz in der Schnittmenge gibt es zusätzlich auch noch hier dieser Bereich, der jetzt gerade eingeblendet wird. Das sind Kompetenzen, die wirklich originäre Wirtschaftsinformatik-Kompetenzen sind. Also Dinge, die dazu da sind, die beiden Bereiche zu verbinden. Und was ist da ein Beispiel? Ein Beispiel wäre, dass wir versuchen, Informationstechnologie-Strategien abzustimmen auf Unternehmensstrategien, also diese beiden Sachen wirklich zu verbinden, um ein neues digitales Geschäftsmodell zu entwickeln. Und mit diesen zwei Feldern, also der Schnittmenge zwischen dem, was ich in der Wirtschaftswissenschaft habe und der Informationstechnologie, kombiniert mit dem, was originär Wirtschaftsinformatik ist, bin ich gut gerüstet, um eben diese Fragestellung an der Schnittstelle zwischen IT und Wirtschaftswissenschaften zu beantworten. Und damit kann ich eigentlich ganz viele Berufsfelder abdecken. Also ich kann eher datenbezogene Aufgaben erledigen oder technikbezogene Aufgaben erledigen, Aufgaben im Software-Lebenszyklus, ja, wie zum Beispiel, dass ich ein Programmierprojekt manage und beaufsichtige oder gestalte. IT-Management-Aufgaben, da geht es darum, wie kann innerhalb des Unternehmens die IT geschaltet werden, welche IT-Dinge werden beschafft, welche haben ökonomischen Nutzen und wie kann man die integrieren, vielleicht in die bestehende IT-Landschaft. Und ich kann mir überlegen, wie kann ich Prozesse und Organisationen verändern auf Basis von technischen Möglichkeiten. Und als allerletztes gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man selbst ein Unternehmen gründet und selbst ein Startup startet. Und dafür ist man als Wirtschaftsinformatiker oder Wirtschaftsinformatikerin super aufgestellt, weil man eben Wissen aus all diesen Bereichen hat. Ich habe technisches Wissen und ich habe ökonomisches Wissen. Und was uns jetzt geholfen hat bei der Strukturierung unseres Studiengangs, ist, sich zu überlegen, dass wir diese
Kombination von Wissen eigentlich in zwei Perspektiven einsetzen können. Das erste, was wir hier sehen, ist, dass wir sagen, ja, man hat so eine nach innen gerichtete Perspektive, weil man vielleicht Interesse an IT-gestützten Lösungen betriebswirtschaftlicher Probleme hat. Da geht es darum, dass man Software nutzt als Werkzeug, um Entscheidungen in Unternehmen zu unterstützen. Ganz klassisch ist sowas wie ein ERP-System oder in unserem Fall vielleicht oft SAP als Softwareanbieter. Wie wird es im Unternehmen eingesetzt? Welche innovativen Technologien gibt es da, um die Geschäftsprozesse vielleicht zu verbessern? Und wir haben hier also eine Perspektive in das Unternehmen hinein als ein Blickwinkel. Und der zweite Blickwinkel ist, dass wir sagen, wir schauen aus dem Unternehmen heraus und überlegen uns, welche neuen digitalen Produkte und Dienstleistungen können an die Kundinnen und Kunden angeboten werden. Also wir würden jetzt sagen, hier ist das Interesse an der Gestaltung und Analyse von datenbasierten Geschäftsmodellen. Das wäre die Perspektive raus aus dem Unternehmen. Und da geht es dann darum, wie kann zum Beispiel ein neues Geschäftsmodell entwickelt werden? Welche neuen Produkte und Dienstleistungen kann man auf Basis von digitalen Technologien anbieten? Und das ist die zweite Perspektive, die man einnehmen kann. Und diese zwei Perspektiven ergänzen sich gegenseitig, weil wenn man keine gute IT innerhalb des Unternehmens hat, die innerhalb des Unternehmens die Prozesse gut abbildet und effizient unterstützt, dann wird man es auch schwer haben, ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Nachdem wir jetzt darüber geredet haben, was das Fach Wirtschaftsinformatik ist und warum jetzt, glaube ich, eine gute Zeit ist, dieses Fach zu studieren, ist natürlich die nächste Frage, warum sollte man hier in Passau studieren? Und ich habe versucht, das hier auf den zwei Folien kompakt darzustellen, die vielen Gründe, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass man das Studium hier in Passau startet. Und zwar, auf der einen Seite haben wir ein sehr gutes Betreuungsverhältnis, würde ich sagen. Wir haben insgesamt dann 5 Lehrstühle, die sich wirklich nur mit diesem Bereich Wirtschaftsinformatik beschäftigen. Also das ist nicht so, dass diese 5 Lehrstühle sich irgendwie mit Vivi-Grundlagen beschäftigen oder mit Informatikgrundlagen beschäftigen. Dafür haben wir 2 Fakultäten, die Fakultät für Informatik und Mathematik, die diesen Teil hier gut bespielen kann zum Thema Informatik. Und wir haben eine große wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die diese wirtschaftswissenschaftliche Perspektive einbringen kann. Nein, diese 5 Lehrstühle sind wirklich für den Bereich Wirtschaftsinformatik zuständig und erlauben es so, in diesem Kernbereich wirklich einiges an Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Das zweite ist, dass obwohl wir eine Universität sind, mit allen Vorteilen, die das bietet, wir trotzdem eine sehr praxisnahe Ausbildung haben. Also wir haben enge Kooperationen mit Unternehmen, die zum Beispiel hier einen Programmiervorkurs anbieten. Wir haben zahlreiche Exkursionen oder Gastvorträge oder Forschungsprojekte in Kooperation mit Unternehmen und bieten hier beispielsweise eine SAP-Zertifizierung an oder eine wirklich praxisnahe Programmierausbildung. All das sind Dinge, die uns auszeichnen, wirklich diese Praxisnähe. Dann gibt es an der Uni Passau zahlreiche Möglichkeiten für ein Auslandsstudium. Also wir profitieren davon, dass wir wirklich eine internationale Universität sind und viele Möglichkeiten für den Austausch haben. Man sieht hier, dass ja, mehr als 50% unserer Studierenden im Bachelor mindestens ein Semester im Ausland verbringen und diese Möglichkeit wirklich nutzen. Und wir haben Partneruniversitäten ja, auf, würde ich sagen, allen Kontinenten, wo man dort ein Semester gut einbauen kann und verbringen kann. Wir sind außerdem eine sehr forschungsstarke Fakultät und haben aus unserer Sicht super spannende Forschungsprojekte, in die man sogar schon auch im Bachelor gut eingebunden werden kann, indem man zum Beispiel eine Seminararbeit schreibt oder die Abschlussarbeit schreibt. Aber wir auch diese Themen immer wieder in unsere Vorlesungen einbauen und integrieren. Und das sind wirklich ganz aktuelle Themen wie zum Beispiel datenbasierte Geschäftsmodelle oder digitale Plattformen oder Chatbots, all das sind Sachen, die uns auch in der Forschung beschäftigen.
Wir stehen gut da in internationalen Rankings. Ich weiß, beim Studienanfang interessiert einen das vielleicht noch nicht so, aber es lohnt sich vielleicht mal, in die hier aufgeführten Rankings zu schauen und zu gucken, wie die Uni Passau dort dasteht. Wir haben eine sehr gute Förderung in Bezug auf das sogenannte Honors-Programm. Da werden die besten Studierenden aus jedem Jahrgang jeweils angeschrieben und eingeladen. Man kriegt einen eigenen Mentor, man kriegt eine besondere Veranstaltungsreihe, die einem dann nochmal besondere Zugänge zu vielleicht Praxispartnern gibt. Und wir eben hier auch die Förderung von den sehr guten Studentinnen und Studenten haben, worauf wir stolz sind. Das Honors-Programm, gibt es auch eine Website dazu, über die man sich gut da informieren kann. Wir haben an der Uni Passau eine sehr gute Fremdsprachenausbildung mit vielen Wahlmöglichkeiten. Und bei uns ist es so, dass man in gewisser Weise, wenn man jetzt schon in die Zukunft blickt, das volle Programm machen kann. Also man kann bei uns den Bachelor machen, man kann bei uns den Master machen, man kann bei uns auch eine Promotion machen in Wirtschaftsinformatik. Und wir haben sogar Doppelmasterprogramme mit internationalen Partneruniversitäten. Also wenn man sich für das Studium hier bei uns entscheidet, dann kriegt man in gewisser Weise jetzt schon das volle Paket als Auswahlmöglichkeiten. Außerdem vielleicht noch als letzter Punkt ist, wir haben einen sehr schönen Campus, wir sind eine kompakte Campus-Universität, wir sind jetzt nicht untergebracht in einem Industriegebiet, sondern wir sind wirklich hier in einer schönen Stadt, wo man direkten Zugang auch zur Altstadt hat. Das sind aus meiner Sicht alles Gründe, die dafür sprechen, hier Wirtschaftsinformatik zu studieren. Diese letzte Frage, also wie ist das Studium der Wirtschaftsinformatik hier in Passau strukturiert? Zeige ich am besten auch an ein paar Folien, weil man an diesen Schaubildern das ganz gut erklären kann. Mein Ziel ist es jetzt nicht, die komplette Infoschrift, wo das Studium ganz detailliert erklärt ist, nochmal in gewisser Weise wiederzugeben oder zu wiederholen, sondern einfach nur mal kurz einen Überblick zu geben und darauf hinzuweisen, was sind aus meiner Sicht so die Highlights unseres Studiums in Bezug auf die Struktur. Was man jetzt hier sieht, ist, klar, wir haben einen Bachelor mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern und insgesamt 180 ECTS gibt es bei uns zu erwerben. Was sind ECTS? ECTS ist eine Abkürzung für European Credit Transfer System und ganz grob kann man sagen, das ist eine Einheit, in der man ja, Arbeitsaufwand messen kann. Ja, also in dem Fall ist es so, dass ein ECTS für ungefähr 30 Arbeitsstunden steht. Und das sind nicht die Arbeitsstunden, die man nur im Hörsaal verbringt, sondern auch Vorbereitung, Nachbereitung, Lernen für die Prüfung und die Übungen und Tutorien, die wir dazu anbieten. Und wichtig ist zu verstehen, wir haben insgesamt 180 ECTS zu vergeben und auf der Folie sehen Sie jetzt, wie die aufgeteilt sind. Und wir haben hier diese 5 Bereiche, A bis E, plus die Bachelorarbeit und das Kolloquium, jeweils in Klammern noch mit angegeben, wie viel ECTS dort vergeben werden. Und wir sehen jetzt hier, im Grundlagenbereich haben wir 90 von den 180 ECTS. Wir haben diesen Studiengang so gebaut, dass der aus meiner Sicht sehr, sehr schön strukturiert ist. Wir haben also die Hälfte im Grundlagenbereich. 90 von 180 ECTS haben wir im Grundlagenbereich. Dann gibt es bei uns die Möglichkeit, einen von 2 Wirtschaftsinformatik-Schwerpunkten zu wählen. Also das teilt sich hier auf in so ein Y-Modell und dieser Schwerpunkt sind 30 ECTS und es gibt 2 davon, Information Systems Development und Management als ein Schwerpunkt und der 2. Schwerpunkt ist Data Driven Business. Dann hat man die Möglichkeit, eine Vertiefung zu wählen, auch mit 30 ECTS und die letzten 30 ECTS setzen sich zusammen einmal aus der Wirtschaftsfremdsprache Englisch, dann einem Seminar mit 7 ECTS und einer Bachelorarbeit und einem begleitenden Kolloquium mit 12 plus 1 ECTS. Also man sieht hier, wir haben eine sehr schöne Struktur, 90 ECTS Grundlagen, dann ein Schwerpunkt mit 30 ECTS, eine Vertiefung mit 30 ECTS und dann nochmal 30 ECTS mit der Wirtschaftsfremdsprache, Seminar und der Bachelorarbeit. Ich gehe jetzt auf die Bereiche A, B und C nochmal ein bisschen detaillierter jeweils mit einer Folie ein, weil ich glaube, das sind so die Teile, wo wir ein paar Besonderheiten haben, die es lohnt,
hervorzuheben. Also erstmal hier in dem Grundlagenbereich 90 ECTS, da sieht man, dass wir diese Bereiche, die wir brauchen in der Wirtschaftsinformatik, glaube ich, alle sehr gut abdecken. Wir hatten eben gesagt, wir brauchen wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen, die finden wir hier wieder. Wir brauchen Informatikgrundlagen, die finden wir hier wieder. Und wir brauchen Grundlagen in dem Bereich Wirtschaftsinformatik selbst, das finden wir hier wieder. Das Ganze ist aber noch ergänzt um Methoden, weil wir sagen, wir brauchen auch bestimmte Grundlagen in den Methoden. Also hier sieht man Statistik, Mathematik, Ökonometrie, Data Science, das wird einem hier vermittelt. Und als Ergänzung haben wir hier noch rechtliche Grundlagen. Diese rechtlichen Grundlagen werden von Juristen angeboten, also wir haben eine starke Jurafakultät und die haben wir hier schon in den Grundlagenbereich eingebunden, wo man wirklich dann sieht, okay, was sind denn eigentlich die rechtlichen Grundlagen, die ich brauche, um zum Beispiel Daten zu verarbeiten. Und nach diesem Grundlagenbereich A haben wir ja die Möglichkeit, zwei Schwerpunkte zu wählen. Und diese zwei Schwerpunkte brauche ich eigentlich gar nicht mehr so groß zu erklären, weil in gewisser Weise haben wir das schon gesehen, als wir über die zwei Perspektiven der Wirtschaftsinformatik geredet haben. Nämlich einmal die eher nach innen gerichtete Perspektive hier oben, also wie IT-gestützte Lösungen von betriebswirtschaftlichen Problemen erarbeitet werden können, und die nach eher außen gerichtete Perspektive der datenbasierten Geschäftsmodelle. Und beide Perspektiven sind jeweils in einem Schwerpunkt abgebildet. Also wir haben dann hier den Schwerpunkt Information Systems Development und Management, das eher die innengerichtete, vielleicht eher traditionelle Perspektive abbildet. Und wir haben dieses Data-Driven Business, was die nach außen gerichtete Perspektive abbildet und sich damit beschäftigt, ja, welchen Wert haben vielleicht Daten und wie sieht ein datenbasiertes Geschäftsmodell aus. Und Sie haben also hier die Möglichkeit, sich zu entscheiden, welche dieser zwei Perspektiven möchten Sie wählen. Und dann darauf aufbauend in der Vertiefung können wir zahlreiche Vertiefungen nehmen, nochmal, die aus der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive das Ganze ergänzen. Also wir könnten hier zum Beispiel sagen, wir nehmen Accounting, Finance und Taxation als Schwerpunkt oder Economics als Schwerpunkt oder wir nehmen einen Management, Innovation, Marketing Schwerpunkt. Also wir können hier aus der kompletten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät herausschöpfen und jeder kann hier nochmal seinen eigenen Schwerpunkt wählen und in Kombination ergibt sich jetzt eine riesige Wahlmöglichkeit hier in unserem Studium. Also wir haben den Grundlagenbereich, dann kann ich einen der beiden Wirtschaftsinformatik-Schwerpunkte wählen, also meine Perspektive wählen und dann dazu nochmal eine Vertiefung. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier den Pfad wählen. Nach dem Basisprogramm nehme ich den Schwerpunkt Information Systems Development und Management plus vielleicht, weil es mich interessiert, die Accounting-Perspektive noch dazu, weil gerade dieser Bereich das ist, der mich interessiert. Alternativ könnte ich auch sagen, ich nehme nach dem Basisprogramm eher diese nach außen gerichtete Perspektive, Data-Driven Business, und dazu vielleicht noch eine Marketing-Vertiefung, weil mich interessiert, wie kann ich diese neuen Geschäftsmodelle vielleicht mit neuen Marketingmaßnahmen unterstützen. Und man sieht jetzt hier, wir haben ganz viele Kombinationen und das sehr viel Freiheit einfach, wie ich mein Studium aufbauen kann. Und eine Besonderheit ist, dass ich in der Vertiefung auch noch den zweiten Wirtschaftsinformatik-Schwerpunkt wählen kann. Also ich kann mein Studium so aufbauen, dass ich nicht nur die nach innen gerichtete Perspektive habe, sondern eben auch die nach außen gerichtete Perspektive der Wirtschaftsinformatik habe und so wirklich eine ganz umfassende Sicht auf diese zwei Sichtweisen der Wirtschaftsinformatik bekomme. Die letzte Folie, die ich noch hier habe, ist, dass man in seinem Studium auch Schlüsselkompetenzen belegen kann, bis zu 3 ECTS. Wenn man jetzt überlegt, von den 180 ECTS war das nur ein Bruchteil, aber wir sagen trotzdem, es ist ein wichtiger Teil, weil man hier aus einem großen Angebot der Uni Passau wählen kann, um zum Beispiel Kurse zum Projektmanagement, zum Vortragen, also Präsentationstraining wählen kann oder auch Methodenkompetenz, IT-Kompetenz dann nochmal erwerben kann und sich so selbst sein Studium aufbauen kann.
Das war jetzt ein ganz grober Überblick zur Struktur. Wie gesagt, das alles ist nochmal ganz detailliert in der Infoschrift beschrieben. Das sollte jetzt erstmal nur einen ersten Einblick geben. Genau, das als letzte Frage. Wie erhalte ich einen Studienplatz? Also hier ist es so, dass wir auf unserer Webseite die Möglichkeit haben, sich direkt einzuschreiben. Unser Studiengang ist ein zulassungsfreier Studiengang. Also man kann hier auf dieser Webseite sich direkt anmelden und sich so den Studienplatz sichern. Ich nutze das nochmal, um kurz zusammenzufassen, warum aus meiner Sicht das eine gute Entscheidung ist. Auf der einen Seite, weil es ein faszinierendes Fach ist. Das habe ich versucht am Anfang deutlich zu machen. Und ich glaube, jetzt ist auch die richtige Zeit, das zu studieren. Man hat wirklich exzellente Berufsaussichten damit, sowohl wenn man in der Region hier von mir aus in Passau oder in Bayern bleiben will, aber natürlich auch international kann man mit diesem Studium, denke ich, viele Aufgaben erledigen. Sie haben die Möglichkeit, sich das Studium selbst zu konfigurieren, entweder sehr techniknah oder vielleicht sehr wirtschaftswissenschaftlich. Und wir sind stolz auf eine forschungsstarke Fakultät, in der wir das anbieten können. Sie sind hier an einer Universität, wo Sie die Möglichkeit haben, nach dem Bachelor auch einen Master, sogar Doppelmaster oder eine Promotion machen zu können. Sie haben die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen mit vielen Partneruniversitäten. Und vielleicht ist es auch gar nicht nötig, weil der letzte Punkt ist, weil wir einen sehr, sehr schönen Campus haben und eine sehr schöne Stadt, eine sehr schöne Universität haben. Jedenfalls, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, Sie dann im Wintersemester hier an der Uni Passau begrüßen zu können für unseren Studiengang Wirtschaftsinformatik. Vielen Dank.